Freie Universität Bozen. In der Aula Magna der Bozener Hochschule ist zum 18. Mal das akademische Jahr feierlich eröffnet worden. Rektor Professor Walter Lorenz, der die Bildungsgemeinschaft sprichwörtlich in das Jahr der Volljährigkeit führte, sprach von der Rolle der Freien Universität Bozen im territorialen Kontext. Das Thema hat große symbolische Bedeutung für unsere Universität, indem wir eben mit der Dreisprachigkeit nicht so sehr die Sprachkompetenzen betonen wollen, sondern die Bereitschaft, in einer globalisierten Welt verschiedenen Interessen, verschiedenen Kulturen gleiche Aufmerksamkeit zu schenken. Das ist ein wissenschaftlicher Auftrag, das ist aber auch ein gesellschaftlicher Auftrag, der an uns gestellt wird und dem wir uns mit diesem Motto stellen wollen. Mehrsprachigkeit und Bildungsgerechtigkeit war das Thema des Vortrags der Festrednerin Professor Inci Dirim von der Universität Wien. Beides Thematiken, die heute aktueller denn je sind. In Österreich ist Mehrsprachigkeit konstitutiv. Überall gibt es Kinder, Jugendliche, Erwachsene, die verschiedene Sprachen sprechen. Wenn wir an Wien denken, wenn wir uns die Statistik anschauen, dann sehen wir, dass an Pflichtschulen ungefähr 57% der Schülerinnen und Schüler eine andere Erstsprache als Deutsch angeben. In Österreich gibt es ja nicht nur die Migrationssprachen, sondern auch andere Amtssprachen als Deutsch. Aber ich glaube, der Bedarf ist sehr groß und es gibt schon auch noch Bedarf für Lehrkräfte, sich fortzubilden. Der Präsident der Freien Universität Bozen, Professor Konrad Bergmeister, hob in seiner Rede die Chancen hervor, welchen sich jungen Menschen im Wissenserwerb bieten. Erfahrungswissen, meinte er, sei wichtiger denn je. Künftig wird deshalb ein Schwerpunkt in der Kindergärtnerinnen- und Lehrerausbildung im Einsatz von Smart Devices stehen. Die Schwerpunkte im neuen akademischen Jahr 2015-16 sind die Lehrerausbildung. Hier wollen wir wirklich neue Wege gehen, vor allem auch den Lehrerberuf und in der Öffentlichkeit und deren Wertschätzung verbessern. Und zweitens, wir wollen Schwerpunkte setzen im Bereich der Familienunternehmen, der Automation, aber auch der Inklusion, der Frühpädagogik und der Kunst. Die Vertreter der Studierenden im Universitätsrat stellten ein Bildungsideal in den Mittelpunkt, das eine aktive Universitätsgemeinschaft vorsieht, in der sich die akademischen Mitglieder im öffentlichen Raum austauschen. Für die Zukunft ist einfach so ein bisschen von den Studenten die Partizipation oder generell von der Universitätsgemeinschaft, dass die Leute hier, die Mitglieder hier mehr am Leben an der Universität teilnehmen, viel aktiver sind und sich viel mehr mit den Problemen, die wir hier haben, beschäftigen und wirklich versuchen, nachhaltigen Veränderungen durchzuführen an der Uni. Zahlreiche Vertreter italienischer und ausländischer Universitäten nahmen an der Feier teil, an deren Ende das akademische Jahr offiziell als eröffnet erklärt wurde.